Wunderschönen guten Tag hier aus Berlin. Und das Thema von heute ist weiterhin die Energiewende. Und mein Gast, Professor Claudia Kempfert, ich grüße Sie. Hallo, ich grüße Sie auch. Sie sind ja so die anerkannte Größe mittlerweile in diesem ganzen Bereich und beraten überall, also von Politik bis ja, überall hin. Man hört Sie überall und liest vor allem Texte, wo Sie sagen, Leute auf dem Teppich bleiben. Was meinen Sie damit? Ja, ich glaube, dass viele denken, dass die Energiewende übermorgen fertig ist. Jetzt muss man erstmal sagen, was ist die Energiewende überhaupt? Die Energiewende ist ein langfristiges Projekt, wo man sich 4 Jahrzehnte vorgenommen hat, die Energieversorgung von heute Kohle und Atom umzustellen hin zu erneuerbaren Energien. 80% erneuerbare Energien will man ja erreichen in den nächsten 4 Jahrzehnten. Und das ist ein langfristiger, auch ein langsamer Prozess, wo man einen langen Atem braucht, wo man viel Geduld braucht, wo man heute die Stellschrauben richtig setzen muss, das ist, glaube ich, das Wichtige, aber wo man nicht erwarten darf, morgen ist schon die Energiewende fertig oder übermorgen, sondern wo man wirklich sehen muss, wir haben einen langen Weg vor uns und das müssen wir jetzt auch durchhalten. Ich habe in den letzten 2 Wochen 2 Extreme gehört, nämlich der ultimative Netzausbau von der einen Seite, wo die Leute so sagen, es kostet 20 Milliarden und andere sagen, das wird 30 bis 40 Milliarden kosten. Und dann gibt es ein anderes Extrem, das habe ich aus Wörstadt mitgebracht. Da sagt Willenbacher von JUBI, 50% der Energieversorgung können wir mit Windkraft hier machen, aber wir brauchen dafür überhaupt keinen Netzausbau. Was ist jetzt wahr? Die Wahrheit liegt wie immer ungefähr in der Mitte, muss man sagen. Einerseits haben wir in der Tat die Netzbetreiber, die sagen, wir brauchen irrsinnig viel Leitungen von Norden nach Süden. Teilweise ist das auch richtig. Wir brauchen auch Leitungen ins europäische Ausland. Aber in der Tat gibt es ja auch dezentrale Netze, intelligente Netze. Und in dem Moment, wo wir vor Ort Energie herstellen und auch verbrauchen, das intelligent aufeinander abstimmen und in der Zukunft auch noch speichern, das heißt auch noch dann abrufen können, wenn wir ihn wirklich brauchen, braucht man in der Tat nicht so viele Netze. Das ist der genaue Unterschied zu denen, die behaupten, wir brauchen überall nur Stromautobahnen oder diejenigen, die sagen, wir brauchen gar keine Netze, wir brauchen Netze, aber deutlich weniger als manche jetzt in diesen Szenarien behaupten, wo man ganz, ganz viele Netze braucht, aber auch gar keine Netze ist, glaube ich, auch wiederum zu extrem, weil wir in der Tat schon vor Ort auch Netze brauchen. Also eine vernünftige Lösung. Sie kommen aus Oldenburg, ich komme aus Köthen, wir haben uns hier in Berlin getroffen und es ist eine schöne Stadt, es ist die Stadt der Politik, vor allem ist es aber auch die Stadt der Lobbyisten. Und wie sehen Sie das Kräftegleichgewicht hier zwischen den erneuerbaren Energien und ich sag mal der Großmann-Truppe von RWE bis E.ON? Ja, ich glaube, die tun sich mittlerweile nicht mehr allzu viel. Also die Lobbyisten sind da, man muss es auch verstehen, die haben natürlich Interessen, die Großindustrie hat Interessen. Das sind im Moment noch wirklich die Stärksten, die auch immer wieder mit Fehlinformationen an die Presse gehen. Die behaupten also, die Energiewende funktioniert nicht, sie wird zu teuer, es bringt die gesamte Industrie ins Ausland und auch dann gezielte Interesse dahinter haben, ein Wirtschaftsinteresse. Die sind aus meiner Sicht im Moment am raffiniertesten, auch am stärksten. Die großen Energiekonzerne wie RWE, E.ON, sie haben auch eine bestimmte Meinung, verhalten sich aber recht clever, denke ich, und versuchen auch entsprechend ihre Wirtschaftsinteressen zu positionieren, ziehen aber mit, also sie haben nichts gegen die Energiewende, sondern sehen auch hier Geschäftsfelder. Und da gibt es die erneuerbaren Energien, auch da gibt es viele Lobbyisten, ganz klar, die auch ihre Interessen vertreten und das tun sie auch recht offensiv. Ich glaube, da tut man sich in der Regel gar nicht mehr so viel. Wem dient denn der Netzausbau am meisten, so von den Marktteilnehmern? Der große Netzausbau dient natürlich den großen Energieanbietern, aber teilweise brauchen wir die ja auch, weil zum Beispiel wir Windanlagen auf See brauchen, in der Nordsee, in der Ostsee, aber auch in Nordeuropa, da geht es ja auch darum, dass man das miteinander verbindet und man braucht auch das europäische Ausland, weil es ist preisgünstiger im Süden Europas Sonnenstrom zu produzieren, im Norden Europas Wind- und Wasserstrom und das auch zusammenzubringen. Also das ist, denke ich, schon auch ein Weg, den wir brauchen und das nützt in der Tat den großen Konzernen, die da aber auch mitmachen müssen. Aber es gibt eben halt auch immer mehr
Initiativen von Energiegenossenschaften, von lokalen, dezentralen Anbietern, Stadtwerken, die sich zusammentun, Bürgern, die sich zusammentun und dort vor Ort Energie produzieren. Und das, diese dezentrale, intelligente Form, um die geht es auch. Und das wird auch zusammengehen. Man darf es nicht gegeneinander ausspielen. Man wird beides haben und das in der Summe ist in der Tat die Energiewende. Sie kommen ja mit der großen Politik in Berührung. Also waren jetzt beim Bundespräsidenten, den Barroso haben Sie beraten. Also Sie sind überall mit drin. Ist Ihnen eigentlich bewusst, in was für einer Situation wir sind? Und gibt es da auch Schritte, die da unternommen werden, die Sie so richtig ärgern? Ich glaube, es ist allen schon bewusst. Auch in der Politik ist allen bewusst, worum es geht, dass man hier was Großes vor sich hat. Der Bundespräsident, der hatte letzte Woche hier in Berlin in der Tat die Woche der Umwelt begleitet, hat auch ganz offen zugegeben, dass ihn das Thema bisher nicht so wirklich begleitet hat, aber er sich jetzt dafür interessiert. Und das klang auch alles sehr, sehr glaubwürdig. Und die Politiker, sowohl in europäischer Ebene, also Barroso oder auch Herr Oettinger, der Energiekommissar, die sind alle schon sehr dafür, auch diese Energiewende umzusetzen. Europa hat sich ja selber auch das Ziel gesetzt. Weiß er das Oettinger, auch? Selbstverständlich. Er ist auch wirklich dafür, weil er setzt auch richtige Signale, das ist schon richtig. Also weil er eben sagt, wir brauchen den europäischen Verbund und das ist genau richtig. Wir brauchen die europäischen Länder, die alle gemeinsam dieses Ziel umsetzen und Herr Oettinger, genau wie alle anderen in Europa, haben ja auch entschieden, dass man den Anteil der erneuerbaren Energien auf 80% erhöht. Das weiß gar nicht so richtig jemand, aber es ist tatsächlich so. Das heißt, er ist auch dafür. Jetzt kann man mit ihm darüber streiten, was der richtige Weg ist. Und auch die Instrumente, die er vorschlägt, sind nicht immer unbedingt so praktikabel, glaube ich. Aber das ist letztendlich ja auch Ländersache, wer was umsetzt und wie macht. Die deutsche Politik ist allesamt dafür. Sie wollen das alle. Sie wollen auch die Energiewende. Jeder hat da immer so ein bisschen seine Ideen, die er da auch vorbringt. Aber in der Summe würde ich sagen, erstaunlich, sehr erstaunlich. Wenn man es nochmal vergleicht von vor 10 Jahren, wo ich sagen würde, da war überhaupt noch gar nichts in die Richtung, aber mittlerweile, 10 Jahre später, sind doch alle Parteien, die Politiker grundsätzlich dafür, die Energiewende auch umzusetzen. Liegt das auch ein bisschen an Fukushima? Es liegt auch an Fukushima. Aber wenn man Deutschland anschaut, hat ja ohnehin eine Historie, Tschernobyl ist hier zu nennen, wo man damals schon entschieden hat, ein Umweltministerium einzurichten und gesagt hat, uns sind die Risiken zu groß, wir wollen das nicht mehr. Und deshalb hat Deutschland hier eine besondere Sensibilität, sagt, die Atomenergie ist keine sichere Technik, sie bedroht die Menschheit und wir wollen sie nicht mehr. Das kann man ja auch akzeptieren, andere Länder sehen das etwas anders. Aber ich glaube auch, dass die Atomenergie keine Technik der Zukunft ist, sondern eine Technik der Vergangenheit. Das heißt, wir brauchen neue Energietechniken und darum geht es ja auch, dass man das entsprechend jetzt mit begleitet. Lassen Sie mich mal naiv fragen. Muss denn immer so was Schlimmes passieren, bis die Letzten vernünftig werden? Also so ein bisschen ist das so. Also wir kennen das ja als diese Katastrophen, die dann passieren müssen, dass man versteht oder auch die Menschen aufrüttelt und sagt, da gibt es wirklich ein Problem. Vor Tschernobyl haben ganz, ganz viele an die Atomkraft geglaubt. Auch viele Techniker, Physiker, Politiker haben alle daran geglaubt. Und man hat zwar gewusst, es gibt Risiken, aber dass die Risiken so sind, das hat man erst bei Tschernobyl gemerkt. Andere Unfälle kamen danach und dieses sogenannte Restrisiko, wo man gesagt hat, das dauert 100 Jahre, bis wir das erleben, haben wir ja schon zweimal erlebt. Insofern denke ich, braucht man da auch nicht allzu viel, um das so einzuordnen und zu sehen, da gibt es tatsächlich ein Problem. Und die Menschen in Deutschland sind sehr risikoavers in jeglicher Hinsicht, aber da eben auch. Und deswegen ist es auch richtig, dass die Politik sagt, nein, wir steigen aus, wir machen das nicht mehr, wir wollen das nicht mehr und andere Länder folgen ja teilweise auch. Also langfristig werden sie alle folgen. Man hat sich schlichtweg verkalkuliert mit dieser Technik. Ich nenne mal 3 Begriffe zum Schluss und bitte um 3 Assoziationen. Endlagerung. Endlagerung ist ein Generationenprojekt. Wir müssen für Millionen von Jahren ein Endlager finden, welches wir heute beurteilen müssen, dass es sicher ist. Das ist im höchsten Maße schwierig. Verantwortung. Verantwortung fällt mir sofort die zukünftige Generation ein. Wir haben Verantwortung den Kindern, den Kindeskindern gegenüber mit dem, was wir heute tun. Wir verhalten uns nicht nachhaltig. Wir bewegen uns hier, als hätten wir 3 Planeten in Reserve. Die haben wir nicht. Und insofern müssen wir das ernster nehmen und uns auch umstellen. 3. Begriff, deutsches Atomforum.
Deutsches Atomforum ist eine Lobbyvereinigung, die für die Atomenergie immer gekämpft hat und auch heute immer noch kämpft. Aber es ist eine Technik der Vergangenheit. Insofern denke ich, wird man auch dort sich der Zukunft stellen und sich der Innovationen stellen. Und dann heißt es vielleicht irgendwann nicht mehr Deutsches Atomforum, sondern Deutsches Innovatives Energieforum. Sowas in der Richtung. Bin ich gespannt. Die habe ich demnächst im Interview. Ich werde das sehr als gut. Vorschlag mitnehmen. Das ist gut. Sie haben, wenn man sich das so durchliest, eine irre Karriere hingelegt. Noch zum Schluss die Frage, einfach zur Aufklärung, und sind Mitglied im Club of Rome. Was ist das, Frau Kempfert? Der Club of Rome ist ja schon eine Vereinigung, die vor 40 Jahren gegründet wurde mit einer Schrift, wo gesagt wurde, es gibt Grenzen des Wachstums. Also wir können nicht unendlich unseren Planeten ausbeuten, weil wir dann Probleme bekommen. Das Thema ist so aktuell wie nie, weil wir im Grunde genommen nicht wirklich diesen Weg eingeschlagen haben, den der Club of Rome vorgeschlagen hat, der nachhaltigen Energieversorgung, des nachhaltigen Wirtschaftens. Und diese Vereinigung trifft sich heute. Wir haben immer wieder auch überall auf der Welt. Wir haben jetzt 40-jähriges Jubiläum in diesem Jahr. Wir waren letzte Woche beim Tag der Umwelt im Schloss Bellevue, haben dort auch dem Bundespräsidenten den Club of Rome vorgestellt. Und insofern gibt es immer wieder neue Themen, die uns begleiten, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit. Endloses Wachstum ist nicht möglich, sagen Sie. Wie ist es in der Wirtschaft? Ist das genauso? Also die Wirtschaft kann man schon auf Nachhaltigkeit ausrichten. Wir müssen ja sehen, wir sehen immer unsere Perspektive. Die Industriestaaten verhalten sich nicht nachhaltig. Wir beuten den Planeten aus. Wir nutzen zu viel Natur. Wir übernutzen die Natur. Wir schädigen die Umwelt. All diese Dinge muss man einstellen, muss man verändern. Aber es gibt natürlich viele Länder auf der Welt, wo das Wachstum überhaupt noch gar nicht angekommen ist, wo der Wohlstand gar nicht angekommen ist. Das heißt, auch diesen Ländern muss man das ermöglichen, und darum muss es ja gehen, dass man nachhaltig wirtschaftet, das heißt im Einklang mit der Natur, in einem Gleichgewicht mit der Natur und die Natur nicht schädigen, sondern sie nutzen. Dankeschön für dieses schöne, charmante Schlusswort. Vielleicht sehen wir uns bald wieder. Frau Kempfert, danke fürs Gespräch. Danke Ihnen, würde mich sehr freuen. Gerne. Und auch Dankeschön an euch, meine lieben Abonnenten. Und mein nächster Gast ist Ekin Deligöz, Bundestagsabgeordnete bei Bündnis 90 Die Grünen. Und falls ihr noch weitere Fragen habt an die zukünftigen Interviewpartner, tombus4.de, und lasst uns auch auf einen Kaffee gemeinsam treffen unter stalk auf tombus4.de. Bis zum nächsten Mal.